Okay, Freunde, Dragon Ball Lens, Reads and Stuff. Meine Reaction gibt es quasi verspätet, weil ich unterwegs war. Aber wir gucken uns sofort auch die Abilities an von LF Kid Gohan. Lasst ihr mich wissen, wie ihr ihn findet und ob ihr für ihn summont. Ich werde ihm wahrscheinlich Versuch geben, definitiv. Eventuell auch Live-Summons direkt am 13.09. abends. Haltet die Augen offen auf Social Media oder sonst beispielsweise. Ich gebe euch da Bescheid. Und ja, deswegen würde ich sagen, wir gehen sofort erstmal rein. Ich werde wahrscheinlich auch ein bisschen skippen. Hello everyone, I'm Toshi, the producer of Dragon Ball Legends. Thanks for joining me today. It's time to kick off reveals and stuff. Weil ich schon weiß, mehr oder weniger, was kommt. I'd like to start by asking how everyone's been enjoying the We've Surpassed 80 Million Users Worldwide Thanks to You episode campaign Frieza Saga Z that started the other day. The new Captain Ginyu, Jace and Birdr, the Raccoon and Goldo month Krillin join the fight as character, so we hope to wait for great with them. While Cage, so his character as strong this and stuff that started the other day, starting with this. Season 2 of the ongoing Beat the Heat Summer Non-Stop Race per Chronos Crystal. We're holding a Poi Poi event. Only drop an absolute opportunity. Let's head out on a mystical adventure is coming soon. Each stage of this event has required characters, meaning that it follows the same structure as Perilous Clash Namek from last month. Here are the required characters this time. You can probably take Goku. This is the end limit break. Bulma Youth from episode Dragon Ball Saga is getting a Zenkai Awakening. Here's what this character's Zenkai ability targets. This new tag was added recently, except the spirit to give the new introducing Nazir. And if I may, it's a battle to progress quickly up to a certain floor, and you can use each metal awaken equipment. Waited long enough. Time to introduce some new characters. Since this is the Dragon Ball Saga, there are a lot of possible characters. I'm sure you're all wondering who's in store. So, also Animations habe ich gar nicht gesehen. Ich weiß nur, dass LF Kid Goku kommt. Ja, Roshi 1%. Ah, Copyright! GG, man kennt's. Good old Copyright Music. Beste Leben nicht. Aber okay, Roshi wahrscheinlich Spartan-Charakter, Fragezeichen. Safe. Android 8 nehme ich auch an, Spartan-Char. Warum nehmen, ja okay, was heißt, warum nehmen die mal Copyright-Musik? Sagt geil wegen Feeling. So ist nicht. Mit der normalen Musik. Schlägerei. Kann aber so sehen, nice aus von ihm. Jetzt. Sein Artbook ist so geil von dem Kid Goku. Cool. Ist auf Shinjuku unterwegs, ja. Young Goku's Big Adventure. Also, ich kann mir schon vorstellen, was sein LF ist. Das ist nämlich krass. Das ist der Path to Power Kid Goku, by the way. So wie der in Dokkan, der physisch. Ja, genau. Oh, ich hab Gänsehaut. Das haben wir so gut gemacht. Ihr müsst euch mal die Szene angucken. Vor allem mit so einem... Ah! Ein bisschen kurz vielleicht, aber sah nice aus. Nice, nice, nice. Ihr müsst euch die Szene mal angucken. Oder so ein Edit auf YouTube, ist richtig geil. Zu der Szene. Ja, Theme-Song, Dankeschön, tschüss. Hau rein. So. With that, we have Master Roshi, Dragon Ball. Okay, sehr geil. Roshi is a range-type character who is element yellow and comes... Skippen mehr oder weniger, weil wir gucken uns gleich, von Goku die kompletten Details an. Aber bei Mutant Roshi, ich glaube seine kompletten, also hier können wir kurz rüber gucken. Gibt Dragon Ball oder Movie Saga Leben, perfekt, also mindestens schon Bankoption. Und blaue Karte, Mass Impact Damage, bla bla bla, okay. Ups. Ball and gelb Range Type, okay. Increase by increase Ulti, also ein fairer Angriff.
Okay, macht Schaden gegen Bunchers. Okay, ansonsten mehr oder weniger. Insbesondere Special. Grüne Karte, jetzt die blaue Karte. Okay, geil. 50er Key macht mehr Schaden mit Ultimate Damage. Blaue Karte macht mehr Schaden. Geht typenneutral, nicht schlecht. Und so weiter und so fort. Dragus, die man für eine Zeit Monat ab. Und Special Cover Change gegen Fernangriff hat der. Auf dem mich interessant. Melee-Type Blau, okay. 30% für Dragon Ball, Episode Kinosaga oder Android, Strike Attack und Defense. Und Dragon Ball gibt immer 15% Fernangriff. Deckungswechsel gegen Schlagangriff kann man kombinieren mit der blauen Karte. Oh, er nimmt die Dodge-Leiste vom Gegner, reduziert Dragon Ball und Rush kann das, glaube ich, auch bis zu zweimal sogar. Bis zu zweimal, nicht schlecht. Und ansonsten. Culture Speed ein Level, nochmal ein Level. 50 für. Okay, für 10 Zeit, dann hat er jetzt Culture Speed Level 2 für 50 1. 5 Zeit ein Ignor mit der Perdex-Sechse. Also, ihr könnt es euch in Ruhe angucken. Ich überfliege das Ganze nur ganz kurz. Ich bin nämlich erst neulich heimgekommen und genau den seine Details schauen wir uns gleich separat an. Sieht aber hier schon auch sehr viel aus, was ihr geballert habt. Der hat eine Unique Gauge? Habe ich das richtig gelesen? Ja, habe ich. Krass. Video description after this premiere. The Okay, music you und? available Yes, exists. thank So you very end of much. today, there are events and look out for that. Follow our social Okay, media Tor, schau rein. So, dann gehen wir mal accounts if you direkt have. rein. Ihr seine. Hallo? Was der Kollege drauf hat. Also, es ist vom Lila-Typus. Tag, Son Fam Saiyan Kid Dragon Ball und Episode Saga from the Movie. Main Ability zieht er seine Ultimate. Und wenn er 3 oder weniger Karten hat, zieht er 2 Karten. 20 Leben bekommt er und 60 Key. Cancel Downgrades, Conditions, okay. Z Ability ist für Dragon Ball, Kino-Version oder Son Family. Base Strike und Blast Attack, also Doppeloffensiv, 30% auf 3 Sektionen und 15% für Strike Defense für Dragon Ball, okay. Schlagangriff, minus 10 auf Sustain Damage Cut vom Gegner für 10 Zeiteinheiten, nicht schlecht mit jedem Schlagangriff. Und mit jedem Fernangriff bekommen alle Gegner 30 auf ihre Kosten. Was? Alle Gegner? Mit 3 Zeiteinheiten 30 plus auf ihre Kosten, okay. Blaue Karte, Mass Impact Damage. Folgende Effekte aktivieren sich bei Aktivierung. Bis zu 3 neue Karten zieht er, wenn er 3 oder weniger hat, bekommt 30 Key und senkt die Subcounts von Verbündeten um 2. Grüne Karte tut zufällig 2 Karten ziehen, wenn man 3 oder weniger hat. Er zieht sehr viele Karten, bekommt 40 Key. 5% auf den nächsten Strike oder Blast Attack Damage. Oder Kartendamage und senkt nochmal um 2 Counts verbündeten Zeiteinheiten. Oder halt Subcounts, besser gesagt. Und je nachdem, wie viele Mitglieder down sind, bei 0 geht der Typ neutral, bei Damage Sustained für 10 Zeiteinheiten, bei einem für 10 Zeiteinheiten geht der Typ neutral und bekommt 6% seiner Dodge-Leiste und bei Last Man bekommt er 80% seiner Dodge-Leiste. Krass, okay. Ultimate Massive Impact Damage. Bei Aktivierung zieht er weit wieder 3 Karten. Jetzt zieht er richtig viele Karten bei 3 oder weniger. 5% auf den Ultimate Damage Multiplier für 3 Zeiteinheiten. Ja, ignoriert Endurance logischerweise für 3 Zeiteinheiten. Senkt wieder Subcounts und Verbündeten um 2. Und 50% Sustained Damage Cut. Also minus 50%. Nicht schlecht. Okay, Blast Armor logischerweise. Unique Erste. Bei Kampf. Also wenn der Kampf startet, bei Kampf beginnt, bekommt er 90% zukünftig Schaden, 70% Damage Reduction, gut. Court of Speed Level 1 hat er permanent, minus 3 auf seine Art Kosten hat er auch perma. Und bei Kampfantritt zieht er eine neue Karte, bei 3 oder weniger zieht er wieder Karten. Bekommt 30 Key und senkt seine Subcounts um 1 für 15 Zeiteinheiten, okay. Und bei, wenn ein Verbündeter down ist, bekommt er
40% Heal, ein Dragon Ball, ignoriert Deckungswechsel vom Gegner für 5 Zeiteinheiten, Hyperneutral 10 bei Damage Sustained bei 10 Zeiteinheiten und alle Gegner bekommen plus 10 Kosten auf ihre Karten für 15 Zeiteinheiten. Bekommt folgende Effekte jedes Mal, wenn... jedes Mal, wenn sich die Dragon Ball Anzahl erhöht, während er auf dem Kampf ist. Geil, interessant. Und was bekommt er? Er zieht wieder eine Karte. Bei 3 oder weniger. Bekommt 10 Ki. Und ignoriert dann Deckungswechsel vom Gegner. Das finde ich schon cool. Weil so Kid Goku damals oder Path to Power Goku so mit den Dragon Balls, das hat ja was. Wenn er einfach Dragon Ball einsammelt, das heißt, er bekommt sie durch verschiedene Effekte oder wenn du die Karte drückst, dann finde ich das schon cool. Da haben sie was Schönes dabei gedacht. Und wenn er einen Rising Rush aktiviert. Okay, wenn er einen Rising Rush aktiviert, bekommt er folgenden Buff. Nullifies Enemy Special Actions that activate when changing cover. Also er ignoriert Deckungswechsel, ne? Also genau, Super Deckungswechsel ignoriert der. Zum Beispiel, wenn einer Rescue kann, dann ignoriert er das. Dann geht er trotzdem drauf für 5 Zeiteinheiten. Und die Gegner bekommen eine minus 70% Health Restoration. Aber, und das kann man auch nicht canceln, müssen wir auf die Sprünge helfen. Das heißt, man kann auch Goku und Freezer Rising rushen, oder? Weil Goku und Freezer kann man ja reinballern gegen Rising Rush, dann kontern sie es. Zählt das auch dazu? Weil Charaktere, die da, aber Charaktere, die das auch haben, die, da kann Goku und Freezer das trotzdem kontern, aber Goku und Freezer kann das kontern, weil sie den Buff wegnehmen, war das so? Und das kann man ja nicht entfernen bei dem, richtig? Also, deswegen kontert er das, ne? Goku und Freezer. Ja, habe ich das richtig verstanden? Kannst du mir gerne wissen lassen. Schlagangriff, Deckungswechsel hat der. Man kann blaue Karte kombinieren. Richtig, okay, perfekt, dankeschön. Und jetzt Unique Gauge hat der. Oh! Geil, auch mit Dragon Ball. Seine Unique Gauge charges jedes Mal, wenn er einen Dragon Ball bekommt. Aber es muss nicht er sein. Einfach auch ein Verbündeter kann das bekommen. Hauptsache Goku ist nicht da, dead und dann bekommt er einen Dragon. Also dann füllt sich seine Charge-Leiste. Charges Unique Gauge und bekommt folgende Effekte dann. 5% Heal, 10% zukünftiger Schaden bis zu 7 Mal, 40%, ja logisch wegen 7 Dragonballs, 40% zukünftiger Schaden bis zu 1 Mal, 20% zukünftiger Schaden für 15 Zeiteinheiten, krass, und minus 1 für Blast und Special Move Arts Cost bis zu 7 Mal. So, und folgende Effekt, also, okay, das heißt, er muss, ich gehe jetzt davon aus, wenn man 7 Dragonballs gefarmt hat, ist die Leiste halt komplett voll. Und wenn sie dann voll ist, bekommt er zusätzlich nochmal folgende Effekte. 25% Heal, 50% Blau-Karte Schaden, Ulti-Schaden, halt 15% Verbündete und 15% zugefügter Schaden vom Verbündeten. Ey, ich finde das schon cool, was sie mit ihm gemacht haben. So mit den Dragon Balls einsammeln. Und er hat eine Endurance. Genau, Hals um 30%. Also 5 Zeiteinheiten, er senkt sein Counts um 5. Wenn der Charakter switcht, wird das geresettet. Und er senkt die Subcounts der Verbündeten um 10. Und erhöht die Subcounts von dem Gegner um 5. Wenn er down geht, wenn seine Endurance sich aktiviert, dann senkt er seine um 5. Effect resets after character switch. Ah, das heißt, wenn er nochmal down gehen sollte nach seiner Endurance, dann passiert das aber trotzdem. Macht Sinn. Und Subcons von Verbündeten geht um 10 runter und die von Gegner auf 5 hoch. Leonardo, lieben Dank für deine 45 Monate. Was geht ab, Boy? Ey, ich muss ehrlich sagen, Goku liest sich echt gut. Ich gebe dem Boy einen Versuch. Wie gesagt, am Mittwoch, 13. September, abends werde ich live sammeln. Halt ein Auge auf dem Twitch und TV/Osterstoß. Links in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst ihr mich wissen, wie ihr den Charakter findet. Ich bin darauf gespannt. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Peace.
When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.